Hallo und herzlich willkommen, liebe Bros, bei einem Hinweisvideo. Es sind hier nur, glaube ich, 5 Bilder, die ich euch zeige. Mehr ist es nicht. Aber da ich so oft gefragt wurde, Diko, warum gibt es hier keine neuen Tutorials von dir? Warum gibt es kein Creation Master? Wann kommt der Creation Master? Wann kann man denn wieder was ändern? Ich möchte gerne einen eigenen Verein erstellen. Ich möchte mich gerne erstellen. Und jetzt, liebe Freunde, möchte ich mich erstmal bei Pixel A bedanken. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein neuer Art Creation Master in Arbeit ist. Ihr seht hier die ersten veröffentlichten Screenshots. Es waren erst die Gerüchte, dass es ein offizielles Programm von EA ist. Das kann man aber jetzt schon mal erstmal sagen, dass das wohl nicht so ist. Es ist ein Fanmade. Deswegen ist es jetzt auch so, dass bitte keiner jetzt die Luft springen soll und sagt, juhu, er macht wieder SVH. Nee, das leider nicht. Also sieht wohl danach aus, weitere Informationen gibt's nicht. Ich kann euch nur sagen, wenn es dann soweit ist, werde ich natürlich Tutorials raushauen. Man sieht das hier schon ein wenig, was hier so abgeht. Man sieht hier, man sieht wieder National-League-Teams, man sieht die Kids, Sports, Boots, das kann man alles wieder ändern, man kann hier die Wappen ändern von der Liga, man sieht hier, die Vereine sind schon drin, er zeigt das hier so ja so ein bisschen, wie weit er schon ist, zweite Liga, erste Liga sehen wir hier auch schon, ja, und man sieht auch hier oben schon, dass die Trikots wieder zu ändern sind. Die Spieler, die Wappen, also die Vereine an sich, die Liga, Bälle, Schuhe, ist alles wieder drin. Und es ist auch ein Konzept von Creation Master, ist aber nicht mehr der Creation Master, liebe Freunde. Es ist jetzt das FIFA Studio 16 und ich gehe stark davon aus, derjenige, ich habe den Autor leider jetzt vergessen, der das hier alles gestartet hat, dieses Projekt. Er wird bestimmt dann FIFA Studio 17 nächstes Jahr rausbringen, 18 und so weiter. Also, und ich weiß nicht, ob der Kooperation mit den Creation Master Zusammenarbeit, die Informationen habe ich noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall ist das so ein, sieht so ein bisschen aus, als wäre es eine Vorlage oder gab es irgendwie von Creation Master, ist aber nicht mehr Creation Master. Jetzt zum Schluss noch, es sieht danach aus, Ankündigung ist, die Beta-Version am 12. Februar wird und kann sich noch ändern, das heißt erst Mitte Februar wird dieses Programm rauskommen. Wenn es soweit ist, verspreche ich euch, werde ich natürlich Tutorials raushauen, mich selbst damit beschäftigen und euch zeigen, wie alles geht. Aber ich fand das einfach nur geil und weil ich so viele Fragen bekommen habe, Diko, warum gibt es keinen Creation Master, wann gibt es den, weißt du das und so weiter und so fort, weiß ich leider auch alles nicht. Jetzt ist es gerade erst ein paar Tage alt, diese Information. Ich glaube sogar schon ein bisschen älter. Nur die Information ist komplett neu, was angeht das mit dem Release. Und der Release soll so Mitte Februar sein. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Hinweisvideo. Ich bin euer Diko. Lasst einen Daumen da, dass ich euch auf dem Laufenden halte. Bis dahin. Tschüssi.